So Freunde, willkommen zurück auf dem PTU der Alpha 3.16 und jetzt schauen wir uns mal die neuen, ja, atmosphärischen Bounty-Missionen an. Die wurden auch hinzugefügt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das spielen wird. Ich habe euch auch hier wieder die FPS oben eingeblendet aufgrund des Gen 12 Renderers und diese FPS sind einfach ein wahr gewordener Traum. Ich habe mir schon eine Mission rausgesucht. Ihr seht hier der Wilson Klein, das ist eine ganz normale Bounty-Mission. Das ist hier, oder ich zeige es euch mal ganz kurz. Ihr seht es hier oben eingeblendet, aber für die, die es nicht wissen, das ist die ganz normale Standard 500 Alpha UEC Startquest quasi. Und Very Low Risk Target, ne? Und ihr seht hier, das ist eben neu, dass der hier bei NT999XVI on Daymar ist. Das ist falsch, das ist nicht Daymar, das ist hier Jela, aber es ist egal, es ist ja noch PTU Wave 1, können Sie nochmal einen Tooltip fixen. Auf jeden Fall ist der nicht irgendwie in der Base und der ist auch nicht im Weltraum, sondern der ist tatsächlich in der Atmosphäre. Das heißt, wir können den anspringen, indem wir den Punkt anspringen, das mache ich hier einmal. Und kämpfen dann in der Atmosphäre gegen einen Gegner im Raumschiff. Das ist neu, das ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Ich hoffe es jedenfalls. Wir werden das gleich das erste Mal testen. Ich habe es selber natürlich noch nicht getestet. Ich mache hier Let's Show und nehme euch da einfach mit auf die Reise. So, das ist irgendein Drogenlabor, dieses NT999. Und der müsste einfach, das ist natürlich jetzt dummerweise auf der dunklen Seite, aber egal, der müsste es einfach hier gleich spawnen. Wird erstmal nur als Marker angezeigt bei der Base direkt, ne, ihr seht's. Und wenn ich näher rankomme, ist so wie bei den anderen Bounties, dann sollte er, wenn es klappt, einfach erscheinen. So, wir fliegen noch ein bisschen näher ran. Gucken wir mal, wo der sich hier aufhält. Es ist generell, ja, guck mal, da ist er. Da ist er und der ist in einer, ich kann es gar nicht lesen, in einem Mustang Delta. So, und das finde ich auch wirklich großartig, hier in der Atmosphäre quasi gegen jemanden zu kämpfen. Das hebt natürlich das Bounty Hunting auf ein ganz neues Level, weil man nicht mehr so, also es wirkt dadurch einfach ein bisschen immersiver, weil man das Gefühl hat, der hat da irgendwas gemacht, ne? Irgendwas Illegales gemacht und deswegen musst du ihn das holen. Und das fliegt natürlich auch anders, je nachdem, wo man halt gerade ist. Man muss ein bisschen auf die Höhe achten, ne? nicht zu niedrig fliegen, sonst kracht man in den Planeten rein. Und man hat natürlich auch eingeschränkte Flugmanöver, weil man natürlich logischerweise durch die Atmosphäre ein bisschen begrenzt ist, je nachdem, welches Schiff man hat. Also das heißt, es gibt dann durchaus auch die Möglichkeit, sowas auch mal mit einem Bodenfahrzeug vielleicht sogar zu machen, mit einem Panzer oder ähnlichem. Müsste man mal, ja, können wir vielleicht mal heute im Stream testen. Ist hier nur eine ganz normale Standard-Cutters Black, ich schieße mal kurz weg. Na komm, so. Und das finde ich wirklich großartig gemacht. Also wirklich hier auf Bodenhöhe, ihr seht, das ist relativ, relativ niedrig. Und macht dadurch natürlich auch eine ganze Menge mehr Spaß, wenn man einfach, ja, eben nicht irgendwo im Weltraum nur rumdödelt. Das ist auf Dauer langweilig, ne? Wenn man immer eben nirgendwo ist. So ist es halt viel, viel cooler. Und man kann das Ganze jetzt natürlich auch noch schön verbinden, denn hier bin ich ja hier bei diesem Drogenlabor. Und ihr seht übrigens, dass immer noch die Quests hier nicht ordentlich, ne, laden. Wir müssen also warten, bis das vorbei ist. Aber ich kann das jetzt verbinden und kann jetzt hier beispielsweise zu dem Drogenlabor runter. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich weiß auch, dass viele Einsteiger sich hier die Videos auch angucken. Können wir einfach hier hinfliegen. Ja, ist ja nicht illegal. Glaube ich jedenfalls. Oder ist es illegal, hier hinzugehen? Ne, guck mal, ist gar kein Drogenlabor, ne? Was ist denn das? Das ist irgendeine Facility. Okay, na auf jeden Fall, die können aber auch, also jetzt geht's ja nicht, die können aber auch bei Drogenlaboren sein beispielsweise. Wow, okay, schnell weg, schnell weg. So, und dann kann man das Ganze mal verbinden mit dem Trading. So, das ist eigentlich auch ganz geil. Aber ihr seht, sie haben leider noch immer nicht das Problem behoben, dass die Bounties, nachdem man sie gekillt hat, einfach nicht zählen. Das heißt, man müsste jetzt, um das perfekt zu machen, sozusagen, ja, ewig warten. Das mache ich jetzt hier nicht, ne? Ich mache gleich noch einen Cut und zeige nochmal eine andere Version. Man müsste theoretisch ewig warten oder wie auch immer, bis der Server das irgendwann mal checkt. Also das ist schade. Ich hatte sehr gehofft, dass sie das endlich fixen nach so vielen Monaten. Muss ich also leider kritisieren, CRG, tut mir leid, aber das geht halt so gar nicht, dass man die Quests nicht abschließen kann durch den Questabschluss, sondern dass man halt irgendwie, ja, einfach dann rum warten muss. Das ist kein gutes Gameplay. So, aber egal, ich mache an der Stelle kurz einen Cut und zeige euch das Ganze mal an einer anderen Location mit einer etwas anderen Variante quasi.
Übrigens, ehe ich es vergesse, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt auch einige Raumschiff-Updates. Bei der Cutlass Black beispielsweise kann man nicht mehr die Tür hier so komisch öffnen, indem man die ganze Tür anklickt, sondern die hat jetzt hier tatsächlich richtige Panels bekommen, aus irgendeinem Grund auf beiden Seiten. Ich weiß nicht genau wozu, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier das gleiche Panel wie innen drin. Also ich kann jetzt hier also die Türen ordentlich öffnen und schließen. Wenn es nicht rumbuggt, auch der Bug ist immer noch im Spiel. Ihr seht, Bugfixing ist hier offenbar nicht an der ersten Stelle gewesen, jedenfalls bisher. Und insofern, naja, gut, das geht sicherlich nochmal einen Ticken hübscher. Warten wir mal ab, was der PTU noch so alles mit sich bringt, aber naja, ist halt alles noch Wave 1, ne? Mal abwarten, das wird iteriert und ich hoffe weiterhin auf mehr Bugfixes, das wäre wirklich, wirklich wichtig. So, und da sind wir angekommen beim Bindo Bacta. Und wie ihr seht, hier ist kein Posten oder sowas, hier ist eine Höhle tatsächlich. Ja? Das heißt, der wird hier unten wohl dann drin sein oder über der Höhle sein. Also es ist doch eine Location. Vielleicht doch ganz nett eigentlich, dass man über diese Varianten sogar Höhlen findet. Aber der wird hier vermutlich nicht drin sein. Er ist auch noch nicht gespawnt. Wir müssen mal warten, bis er kommt. Ihr wisst ja, die Server sind da nicht die allerschnellsten leider. Aber kann gut sein, dass er dann hier über mir spawnt. Ne? Das ist hier nur quasi, das ist ja nur die Locations-Markierung, die ist ja immer genau in der Mitte von Locations, wie ihr hier auch seht. Na, genau mittig von der Höhle. Also da nicht verunsichern lassen, einfach mal kurz chillen und warten, bis er da ist. So, nach mehreren Minuten, ich war ungefähr 7 Minuten, ist er endlich gespawnt, da oben, gerade eben, ja, ist er gekommen. Ist noch nicht als Feind markiert, also wir müssen noch ein bisschen warten, wir können schon mal gucken, was es für einer ist. Aha, ein Avenger Stalker. Und ihr seht, ne, es ist also kein Höhlen-NPC, der da rumgurkt, sondern es ist wirklich ein fliegendes Objekt. Und wir müssen jetzt, ich würde mal sagen, wir warten mal, bis er jetzt wirklich die Quest mir umstellt, denn es ist immer noch eingestellt, Tracker, Training, bla bla bla, und der Marker ist noch nicht auf ihm. Also ihr müsst auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall warten, bis der Marker auf ihn schwenkt. Das ist natürlich totaler Müll, aber naja, es ist halt so. Wer Bounty Hunting, das, also wer jetzt schon generell die letzten Patches Bounty Hunting gemacht hat, der weiß das eh. Aber ich sage es nochmal dazu. So. Ja, ich muss mich mal kurz hier wehren. Ich darf noch nicht angreifen, das ist das Problem. Wenn ich jetzt ihn töte, dann zählt er einfach nicht. Ne? Ich muss also jetzt quasi ihm ausweichen, bis der Marker auf ihn umspringt. Ich will es einmal euch richtig zeigen, dass ihr das wisst. Aber es ist auf jeden Fall cool. Also ich muss sagen, es gefällt mir auch wegen dieser atmosphärischen Sachen richtig gut, weil das der Kampf, er rückt näher. Ja, er ist irgendwie realistischer in dem Sinne, weil man, naja, eben nicht mal dieses Tjosten hat, dieses ständige Anfliegen. Und stattdessen eben so einen, ja, so einen richtigen Flugkampf hat, wie im Real Life, mehr oder weniger. Kann man sicherlich alles noch optimieren. Aber das sieht halt einfach wesentlich cooler aus. Es macht auch viel, viel mehr Spaß so. Wobei der sich jetzt hier ein bisschen komisch bewegt. Der ist verwirrt offenbar. Oder er freut sich einfach auch, dass er in der Atmosphäre kämpfen darf. Also ich finde es auf jeden Fall großartig. Ihr könnt ja mal eure Sicht dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet. Für mich ist es auch so ein erster Schritt in Richtung eines wirklichen Bodengefechtes. Denn wenn das schon geht und wenn das noch ein bisschen gepolished wird, dann kann man sich gut vorstellen, dass auch unten mal so eine Basis ist mit Panzern, mit Flugabwehrraketen, mit Ballistas und Co. Und da wirklich eine Truppe von NPCs ist. So ein, ja, ich sag mal, 10, 15 NPCs, davon 3, 4 Schiffe und dies und das, die halt alle, ja, richtigen Krieg sozusagen machen. Wo auch dann so ein A2-Bomber oder auch andere Raumschiffe und Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Also das ist so ein erster Schritt für mich in die richtige Richtung. Auch wenn das hier noch ein bisschen, naja, ihr seht, der fliegt über Kopf und verhält sich lächerlich. Und ich wünschte, ich könnte mich wehren, aber wie gesagt, ich will noch nicht. Ich muss halt wirklich warten, bis der Marker auf ihn umspringt. Aber so könnt ihr wenigstens mal, ich kann mal in die Außenansicht gehen, mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze aussieht. Und ja, meine Luke, die geht immer noch nicht zu. Da hat sie natürlich noch einiges vor, das kann man dann definitiv sagen mit dem PTU. Da müssen sie noch viel fixen und noch viel optimieren. Ich glaube auch generell, dass der PTU-Release jetzt doch eher so ein bisschen schnell gemacht wurde, dass man das noch irgendwie vor Weihnachten hinwursteln kann. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Wir werden das beobachten. Es kann ja auch noch alles gut werden. Wie gesagt, teilweise sind die Patches nach der ersten Wave dann wesentlich stabiler und wesentlich, also wobei stabil ist er. Also super FPS, ihr seht's, absolut fantastisch, keine 30 Ks, ne? Also da ist kein Problem, aber bugtechnisch stabiler. Und das hoffe ich auch einfach mal. Was auch schön ist, in Atmosphären hört man vernünftig den Sound. Ja, wie er hört. Wo ist er jetzt hin? Da oben ist er. Immer noch kein Marker. Hört mal hin. Ja, das ist schon ein ganz anderes Gefühl, meiner Ansicht nach. Das macht wesentlich mehr Spaß so.
Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, da müssen wir noch austesten, ob da auch größere Schiffe am Start sind, so eine Hammerhead oder was weiß ich, große Teile halt. Und auch mal mehrere Gegner. Ich denke aber schon, also es sind ja die normalen Bounties, die sie einfach nur in die Atmosphäre jetzt gelegt haben, mit dem neuen atmosphärischen KI-Flugmodell. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch diverse andere größere Bounty-Targets oder mehrere Bounties da mitspielen werden. So, ja, der Marker springt irgendwie nicht um. Ich denke, ihr habt die Idee mitbekommen. Ich kill ihn jetzt einfach, vielleicht zählt es trotzdem, werden wir sehen. So, mal ein bisschen auf Abstand gehen und dann einen schönen Anflug machen. So. Zumindest fliegt es sich auch interessanter, ne? Als im Weltraum. Oh, ich hab keine Muni mehr. Dann halt mit dem Laserknarren. Und hier dürften dann, weil es eben in der Atmosphäre stattfindet, auch tatsächlich Raumschiffe wie zum Beispiel eine Arrow, eine Gladius und Co., die in Atmosphären generell extrem performant laufen, aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit von Triebwerken, nochmal extra stark sein gegenüber großen Schiffen, die hier natürlich wesentlich träger sind. Ich denke, das wird sehr, sehr geil. Man kann sich's halt nicht aussuchen, logischerweise. Also es ist zufällig, welche Quests ihr bekommt, ne, wo die Gegner sind. Es wird alles kunterbunt quasi gemischt, was ja auch eigentlich richtig ist. Denn das ist auch wiederum so ein bisschen der nächste Schritt. Ich sehe es halt immer aus einem iterativen Ansatz her. Ja, das ist immer ein Schritt nach dem nächsten. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann irgendwann, dass man die Bounties auch nicht mehr einfach so, ja, stumpf, dass die einfach nur spawnen, sondern dass die wirklich irgendwie ihren Geschäften nachgehen, sich irgendwie verstecken und man wirklich richtig ins Bounty-Hunting dann übergeht. Step by step, ne, mit Patch, mit quasi Patch für Patch. Und das macht mir auf jeden Fall da gute Hoffnung, auch wenn das jetzt hier natürlich nicht sehr befriedigend ist. Oh, guck mal. Da spawnt sogar tatsächlich noch jemand, noch eine Mustang Delta. Also es gibt tatsächlich, wie ihr hier seht, nochmal extra Targets. Also auch das scheint dann zu klappen, dass wir also die größeren Bounty-Missionen oder generell Bounties, wo halt mehr als ein Gegner sind, auch hier in den Atmosphären haben. Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Es muss halt doch Polishing kriegen. Aber wie gesagt, ich denke, die Idee habt ihr mitbekommen und schreibt mal eure Sicht dazu gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, meine Meinung, habt ihr gehört, ist da relativ positiv. Bis auf diese kleinen Problemchen, die sie hier haben. Und auch das hier könnte man wieder jetzt verbinden, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Graker Drock, ne, im Frachtraum hätte, dann könnte ich bei der Gelegenheit gleich, wenn ich unten zufällig irgendwelche Steinchen sind, mache ich mal einen Bounty und lande kurz dann und hole mir noch die Steinchen. Also das kann man viel, viel besser miteinander kombinieren, als wenn man einfach stumpf im Weltraum von A nach B springt und immer die Bounties killt und dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Also das ist besser integriert in das Spiel und nimmt eben auch diese fantastischen Himmelskörper mit. Und das finde ich großartig. So, also danke fürs Zuschauen und bis nachher um 16 Uhr im Livestream. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?